Hallo, ich bin Finian. Und ich bin Kolja. Und wir bringen heute unserem Englisch-Vokabeltrainer das Sprechen bei. Bei Scratch gibt es ein paar Zusatzfunktionen, die man verwenden kann. Und eine davon, die man hier findet, ist Text zu Sprache. Die kann man dem Projekt hinzufügen. Und dann gibt es hier neue Blöcke. Die sind einmal Sage, also statt dem Sage von mit dieser Sprechblase sagt er das halt wirklich als Text. Hello. Und dann kann man die Stimme ändern. Alt ist eine Frauenstimme, Tenor. Hello. Eine Männerstimme. Quietschen. Quietschen. Hello. Eine tiefe Riesenstimme. Hello. Und die ganz schwere Kätzchenstimme. Miau. Genau. Wir wollen vielleicht die Tenorstimme verwenden. Oder die Alt, könnte das ich sind die, die am sinnvollsten sind wahrscheinlich. Wir nehmen einfach mal Tenor. Diese hier. Und die Sprache kann man auch einstellen. Die setzen wir mal auf Englisch. So, und jetzt machen wir das so, wenn das Wort ausgesucht worden ist, das wir üben wollen, dann fragen wir es nicht direkt, sondern wir sagen das einmal, lassen es einmal Scratch sagen auf Englisch. Dog. Ja, jetzt sagt er hier. Bird. Bird. Horse. Horse. Und dann fragen wir einfach mal, was wir da gehört haben. Gehört. Und das überprüfen wir auch nochmal. Also wir machen jetzt zwei Antworten. Also einmal muss man die Aussprachen hier mit einmal üben und dann einmal noch so ein, wie es halt geschrieben wird und noch ein paar andere Sachen. Erstmal muss man das Wort richtig hören und danach auch noch übersetzen. Also wenn die Antwort gleich dem ist, was hier gesprochen wurde. Horse. Dann können wir auch was sagen eigentlich, oder? Ja. Dafür gehen wir wieder unten. Text to speech. Dann sagen wir that's right. Andernfalls ups. Sagen wir no, that's wrong. Und danach fragen wir nochmal, wie es geschrieben eingeben soll. Und zusammen sieht das jetzt ungefähr so aus. Lion. Was hast du gehört? Lion. Lion. That's right. Was heißt Lion auf Deutsch? Löwe. Richtig. Aber das wollen wir jetzt auch, das richtig und falsch, das wollen wir ja auch nochmal ändern, bis auf das falsche wollen wir nicht ändern, weil man da ja nochmal die, wie man es spricht, nochmal zu sehen kriegt. Deshalb machen wir das nur das richtig zu Text zu Speech, also müssen wir jetzt die Sprache und die auf Deutsch ändern. Ups. Setze Sprache auf Deutsch und dann müssen wir die Aussprache auch stimmt. Und dann sagen wir richtig. Richtig. Dafür muss da bei den anderen Blöcken natürlich auch sie wieder auf Englisch gesetzt werden. Ganz wichtig. Genau, die Aussprache ist halt immer abhängig von der Sprache, die ihr ausgewählt habt, sonst klingt das total daneben. Ja. Der kann weg. Und den lassen wir aber so. Den lassen wir so. Wir könnten hier auch nochmal das richtige Wort sagen. Einfach, weil es so viel Spaß macht. Sagen wir hier nochmal. Achso, auch wieder auf Deutsch. Das heißt, die können wir direkt hier drüber setzen. So. Dann sagen wir hier natürlich das richtige Wort. Ja. So, und nochmal
Alles zusammen. Horse. Was hast du gehört? Horse. Horse. That's right. Was heißt Horse auf Deutsch? Pferd. Richtig. Jetzt guck mir, was passiert, wenn wir es falsch eingeben. Lion. Was hast du gehört? Dog. No, that's wrong. Oh, es war Lion. Und Lion heißt Möwe. Das heißt Löwe. Löwe. Na gut. Ja, und das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rumprobieren mit der Sprachausgabe. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.